Mikronährstoffe spielen natürlich eine wesentliche Rolle für unseren Darm. Schließlich ist er das größte innere Organ des Menschen. Die Darmschleimhaut bildet eine riesige Oberfläche von ca. 250 Quadratmetern, damit wir möglichst viele Nährstoffe aufnehmen können. Die Darmflora hilft bei der Verdauung. Die Bakterien verdauen Ballaststoffe und produzieren Substanzen, die die Darmschleimhaut mit Energie versorgen. Außerdem beherbergt der Darm ca. 70% unserer Immunzellen und trägt damit zur Immunabwehr bei. Wir sollten uns also möglichst gut um den Darm und die Darmflora kümmern. Die Darmbakterien nutzen lösliche Ballaststoffe als Nahrung, zum Beispiel aus Flohsamenschalen. Bitterstoffreiche Pflanzen wie die Mariendistel oder die Artischocke regen Leber und Galle an und unterstützen damit die Verdauungstätigkeit. Auch eine gute Versorgung mit Vitamin A, B2, B3 und Biotin sind sehr wichtig, denn sie unterstützen die Darmschleimhaut. Die ideale Ernährung für einen gesunden Darm ist somit sehr pflanzlich, möglichst vielfältig und möglichst unverarbeitet.